Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich mal ein kleines Review zur DS Extreme. Das ist die erste oder zumindest eine der ersten Flashkarten, die für den Slot 1, also für den DS-Slot des DS rausgekommen sind. Davor waren die alle für den GBA-Slot. Und sie kamen in zwei Varianten raus. Die erste Variante war die 512 MB-Variante. Also mit internem Speicher, dazu komme ich aber gleich nochmal. Und die zweite, die ich jetzt habe, das ist die 2 GB-Variante. Rausgekommen ist die Karte 2007 vom DS Extreme Team. Allerdings hat die ziemlich schnell ihre Unterstützung verloren und das Team soll auch zu Lebzeiten ziemlich unnett gewesen sein. Beim Release hat die Karte ungefähr 120 Euro gekostet. Ich habe sie jetzt für 9 Euro bei Shop 01 Media bekommen. Das liegt halt daran, dass die Karte schon sehr alt ist und auch lange nicht mehr unterstützt wurde. Man muss zum Beispiel fast alle Spiele patchen, bevor sie richtig funktionieren. Und ja, weiteres zeige ich dann noch später. So, dann gucke ich mir erstmal die Box an. Die sieht ziemlich schön aus, ist recht klein und nicht viel größer, als sie sein muss. Und zumindest wurde die Flashkarte in Europa entwickelt. Wenn man das aufmacht, wird man erstmal von einem Kabel begrüßt. Das ist ein Micro-USB-Kabel oder sowas mit so einem Anschluss. Und das funktioniert ziemlich gut. So, die eigentliche Karte befindet sich da drunter. Unter so einem schicken X. Und zwar ist das die DS Extreme. So, hier nochmal die Box von hinten. Eine Anleitung wird nicht mitgeliefert und eigentlich gibt es auch sonst nur einen Link zu der Website als Hilfestellung. Aber es wird auch nichts benötigt, weil die Karte aus der Box funktioniert. Das heißt, einfach nur in den DS stecken und los geht's. Daten werden halt über das USB-Kabel hingegeben. Deswegen hat die Karte auch internen Speicher. Hier kann man das nochmal sehen, 2 GB. Weil sie halt nur einen internen Speicher hat und keine MicroSD-Karte. Abgedatet werden kann sie auch über das USB-Kabel. Und mal von dem USB-Anschluss hier oben, der übrigens gut in den DS-Slot passt, hat sie noch zwei mehrfarbige LEDs an den beiden Seiten, die noch besondere Funktionen hervorheben. So, hier sind alle Lamellen oder alle Stege komplett durchgezogen und auch die Kontakte gehen sehr weit rein. Die Karte ist auch sehr fest, ist auch aus einem relativ stabilen Material, mit heutigen Flashkarten eigentlich nicht mehr zu vergleichen und sieht auch so ganz, zeigt immer, wie die DS Extreme so im DS ist. Also im Menü wird natürlich der DS Extreme Header angezeigt. Damals ging das ja noch, als der DSi noch nicht da war. Und alle Übergänge sind ziemlich gerade. Also es gibt keine komischen schwarzen oder weißen Aufblitzer, bevor irgendwelche Menüs erscheinen. Das Menü ist auch ziemlich aufgeräumt und ich persönlich mag's. Also da gibt's erstmal Launch Your Applications, also starte deine Programme, spiele deine Musik, ändere deine Einstellungen oder starte deine DSX Skin Apps. Das sind besondere Anwendungen für die DS Extreme, die halt nur auf der funktionieren. Und dazu komme ich gleich noch. Und die wurden halt mit der Skin Engine geschrieben, also mit dem Programm oder mit der Sache, mit der man eigentlich so ein Interface machen soll. Auf dem oberen Bildschirm ist übrigens nur das DS Extreme Logo. Ja, wenn man hier auf Fragezeichen klickt, gibt es ein paar Informationen zu DS Extreme. Die konnte man auch auf vorherigen Firmwares noch ändern, auf meiner geht das nicht. Vielleicht zeige ich nochmal ein Video, wie man die Firmware aktualisiert, weil die offizielle Website ja nicht mehr online ist. Und deswegen funktioniert das nicht mehr auf dem normalen Weg. So, was die Kompatibilität mit irgendwelchen Programmen angeht.
ist die DSX Stream nicht so gut. Wenn man jetzt zum Beispiel aktuelle Spiele spielen möchte, dann geht das, aber man muss die erstmal unendlich viel patchen. Das Spiel hier musste ich einmal patchen, aber zum Beispiel Pokémon Schwarze Edition 2 müsste man mindestens zweimal patchen. Es gibt auch keinen Soft Reset und auch kein Ingame-Menü oder so, dazu ist die Karte noch zu jung. Homebrew kann man also Homebrew, die Fat benutzt, und Homebrew, die Nitro FS bzw. AGV verwenden, kann man auch nicht normalerweise spielen. Dazu muss man das Homebrew-Menü benutzen oder die DLDI patchen. Tutorials dazu habe ich auch schon und die werde ich auch nochmal in die Beschreibung packen. Online-Spielen funktioniert so an sich, aber da gibt es auch bei einigen Spielen Probleme, genauso wie bei Download-Play und so weiter. Mehr möchte ich zu der ROM-Kompatibilität nicht sagen, weil die DSX-Stream heutzutage einfach nicht mehr ausmacht. Auf den Musikplayer komme ich gleich zu sprechen, jetzt gehe ich erstmal zu den DSX-Gyn-Apps. Und zwar gibt es hier drei Programme vom DSX-Stream-Team, die halt einfach auf der Skin-Engine laufen. Vielleicht gibt es auch noch mehr, aber da die DSX-Stream-Website nicht mehr verfügbar ist, kann ich da nichts zu sagen, weil ich im Internet nichts dazu gefunden habe. Auch keine anderen Skins oder so. Obwohl es dazu eigentlich eine gewisse Community gab. Und man kann zum Beispiel allein mit der Skin-Engine Taschenrechner programmieren. Oder auch zum Beispiel ein Pong-Spiel spielen. Was ein bisschen hakelig funktioniert. So, dann gehe ich nochmal zu den Einstellungen. Da ist einmal Instant Boot, das ist, dass sofort eine DS-Anwendung gestartet wird. Wenn man A gedrückt hat, kommt man wieder zurück ins Menü. Dancing LEDs zeige ich gleich nochmal. Im normalen Modus leuchten die LEDs hier übrigens, also leuchten die LEDs blau. Das kann man aber auch hier nochmal einstellen. Present Directories, das ist dann, ob Orte angezeigt werden sollen. Hier kann man Skins wechseln. Wie gesagt, ich habe keine bis auf den ersten, den ich nicht empfehlen würde, und den aktuellen gefunden, weil die Website schon relativ down ist. Und dann kann man hier noch die einzelnen LED-Helligkeiten einstellen. Ich stelle die einfach mal auf 15. Macht keinen großen Unterschied. Wenn alle an sind, leuchtet das übrigens weiß und dann muss man halt dementsprechend die Farben tauschen. So, und jetzt kommen wir zum letzten, und zwar der Musikabspielfunktion, die Karte hier wahrscheinlich für die meisten Leute ausmacht oder ausmachen würde. Und zwar gibt es hier einmal die Funktion, irgendwie zu spulen. Dann kann man hier random oder normal und wiederholen oder nur einmal durchspielen. Außerdem gibt es dann noch eine Liste mit den Spielen, die aktuell in der Playlist sind. Neue kann man übrigens hinzufügen, indem man A gedrückt hält vor dem Lied. Und sobald der abspielt, ist das Ganze ziemlich schlecht zu bedienen. Und außerdem kann auch manche Lieder nicht abspielen. Das ist noch schlechter, wenn man das Ganze mit 64 Kilobyte oder sowas formatiert. Dann funktioniert zwar die Karte schneller, aber macht das einfach nicht. Aber wenn du gar nicht weißt, wie das geht, ist es am besten. So, dann spiele ich das mal ab. Der Ton ist für den DS Lite normal. Und ja, eigentlich stört jetzt die Bildschirmhelligkeit. Ich klappe den erstmal zu. Und jetzt sieht man schon. Das macht die DSX mit so aus. Und seine random Musikfunktion. Also die LEDs bewegt sich mit der Musik.
Man kann auch mit L und R im Musikplayer noch weiter, also andere Lieder anstellen. Das ist so ganz lustig. Angeblich soll der Player hier noch andere Funktionen unterstützen, die zwar eigentlich integriert sind, aber nicht aktiviert wurden, sozusagen. Und das geht nicht einfach so ohne. Naja, letztendlich ist das Team auch längst nicht mehr verfügbar. Und ich finde es eigentlich traurig, weil ich die Karte extrem gerne mag. Einige Leute mögen sie vielleicht nicht, aber ich mag sie halt gerne, weil sie für Homebrew-Entwicklungen recht praktisch ist. Man kann halt einfach einen Autoboot auf das Homebrew-Menü stellen und schon eignet sie sich eigentlich perfekt, weil man kann einfach die Daten rausziehen, man muss nicht irgendwie großartig was umstecken. Und die Dancing-LEDs finde ich auch extrem cool. Ich mag die Karte, aber ich kann sie keinem empfehlen. Selbst wenn sie extrem einfach zu verwenden ist und eigentlich eine Drag-and-Drop ist. Aber sie wird halt nicht mehr unterstützt, sie unterstützt keine neuen ROMs. Und wenn überhaupt, könnte man sie nur als Audio-Player verwenden, der auch manchmal ein bisschen buggy ist. Das war jetzt mein Fazit und mein ganzes Review. Ich habe noch irgendwelche Fragen zu der Karte hast, kannst du sie mich gerne in den Kommentaren fragen.